Genau, wir haben in der letzten Episode erfahren, also wir haben uns immer weiter mit dem Hacker angefreundet. Babe. Genau, weil wir haben jetzt Sternchenfunktion. Wir sind so kleine Sternchen, das müssen wir ja ausnutzen. Und es haben sich einige verdächtig gemacht. Der Dan war ziemlich angepisst von uns, dass wir plötzlich mit ihm schreiben konnten aufgrund des Hackerleins. Und ich glaube, Jessie war die Bäckermeister. Nee, Jessie war die Rothaarige. Ja, yeah, die gerade angerufen genau. hat. Jessie war die Rothaarige, genau. Also, die hat uns angerufen, dass eine Frauenleiche gefunden ist und gefunden wurde. Und war ziemlich, sie hatte Pippi in den Augen, ne? Und sie wollte jetzt einen Gruppenchat starten. Genau. Damit haben wir geendet. Und der Entführer hat uns. Genau, der Entführer hat uns angerufen, der meiner Meinung nach zu hoch für einen Mann klang. Es sei denn, es ist ein Kind. Genau, was ich nicht glaube. Okay, wir gucken. Der Entführer kann uns kontaktieren. Und es sind immer noch alle Karten offen, würde ich sagen. Und wir starten mal die zweite Episode. Starten wir mal. Let's go. Plucky Vibes. Chat-Anfrage von Jessie? Hä, warum denn? Wer? Ja, Jessie hat uns in eine Gruppe hinzugeführt mit Dan, Cleo, Richie. Genau. So. Hi. Du warst Richie, ich war dir Ben. Also, hey ho. So. Hi Leute. Achso, und wir mussten anfangen, wir mussten nochmal, wie gesagt, von vorne anfangen, aber da mussten wir jetzt die weibliche Route spielen, weil ich mitbekommen habe, wenn wir die männliche Route haben, dass wir nicht mit Babe flirten können. Flirten können. Und wir wollen ja ihn unbedingt haben. Ja, ich will ihn heiß machen. Und wir wollen diese Fragen mit ihm haben. Ja. Und der flirtet halt nicht mit einem Mann, weil die Entwickler mussten das so machen, damit das Spiel in allen Ländern verfügbar ist, weil es gibt Länder, die sind homophob und deswegen haben wir jetzt die weibliche Route genommen. Hast du dich auch Alec genannt? Ja. Okay, wir heißen da auch Alec. Er ist auch ein Weibername. Genau. Wir sind aber, im Geiste sind wir der männliche. Genau. Alec. Du bist. Hey Leute, nichts sagen. Winke, winke. Ich winke mal nur. Okay. Also, Cleo, Dan, Richie und Alec habe ich schon angerufen. Achso, weißt du das noch? Ja, das war stimmt. Ja mit der Leiche. Wir haben einen Anruf gekriegt. Genau. Genau. Bei Thomas und Lilly habe ich es nicht übers Herz gebracht, weil sie denken, dass es Ja, ist. Verständlich, das weiß ich ja. Wieso? Oh, sei nicht so strunze! Mit den Augenrollen. Das verstehen wir doch, Jessie. Ja, das letzte natürlich. Ich finde den Hintergrund so geil. Mhm. Den will ich für meinen Ohr haben. Ich möchte auch, dass die Farben so sind. Mhm. Das wäre übelst geil. Du bist Richie. Genau. Keiner überbringt gern schlechte Nachrichten. Ist doch klar, dass du es uns gesagt hast, ist schon genug. Bisher hat sich Jessie ja nicht gerade viel eingebracht, wenn es um die Suche von Hannah ging. Ja. It's fine. Auf sie. Sie hat nun mal eine andere Einstellung als ihr. Leo, das ist jetzt schon etwas unangebracht. Ist es ja. Oh, Dan, ich war auch Dan. Ja. Was wird denn das jetzt? Lass das. Alle beide. Cleo, behalt deine Meinung für dich. Ich finde, Cleo hat völlig recht. Nichts sagen. Diesmal pfeife ich die Bäder an ihr. Komm, lass das. Alle beide. Alec hat recht. Schon klar, wir sind alle etwas angespannt. Aber wir haben jetzt wirklich andere Probleme. Oh, darf ich euch dran erinnern, dass diese Leiche genauso gut ein anderes Mädel sein kann? Das ist uns schon bewusst. Danke, Dan. Ihr schon wieder allzeit bereit, Richie. Bam. Hihihi. Hört auf damit. Bitte lasst das doch. Ich würde lachen einfach nur, weil ich Dan geil finde. Vielleicht hat Dan ja recht. Und darum? Und wir sollten es den beiden lieber nicht sagen. Wir wissen ja praktisch nichts. Meine Rede, übertreib doch nicht immer gleich. Du weißt, wie schnell sich Gerüchte in Duskwood verbreiten.
Stell dir vor, sie erfahren es von jemandem wie der Sally. Oh, das wäre furchtbar. Ich werde es Lily sagen. Oh, wie heroisch. Bist du sicher? Ja. Lily war die Schwester von Hannah? Ja. Okay, gut. Oh, okay. Danke, Cleo. Und was ist mit Thomas? Ich werde es Thomas sagen. Dann werde ich mir wohl die Hände schmutzig machen. Also ich werde es ihm sicher nicht sagen. Ich werde mir die Hände schmutzig machen, weil es ist besser, wenn er es von einer dritten Person erfährt, als von Freunden. Mhm. Also das Zweite. Wirklich? Das würdest du tun? Einer muss ja. Ich werde für immer sein Weltbild zerstören. Das ist echt wahnsinnig nett von dir, Alec. Sag uns Bescheid, wenn du es Thomas gesagt hast. Dann hole ich ihn in die Gruppe. Gehen wir mal zurück, jetzt machen wir das mal mit Jessie. Ich bin gerade echt sauer. Der Kommentar von Cleo musste doch echt nicht sein. Da gebe ich ihr allerdings recht. Ja, das finde ich auch. Sie mag dich wohl nicht. Ist doch nicht so tragisch. Aber da, ich gebe ihr recht. Das hätte nicht sein müssen. Mm. Das ist fies. Das kann die mit der privat klären und nicht in der Gruppe. Danke. Bitte. Gut. Jetzt haben wir... Die schreibt doch noch mit uns. Gut, hab ich nicht gesehen. Das wirkt doch die nicht gleich weg, die Arme. Die musst du dir erstmal auskollern. Der kann man es einfach nicht recht machen. Erst hilfe ich angeblich zu wenig. Jetzt will ich mich beteiligen und muss mir dann sowas anhören. Sorry, ich wollte dich nicht zuspammen. Spammen? Ja, spammen. Zuspammen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass du zu mir gehalten hättest. Ich habe zu niemandem gehalten. Ich habe so... Will ich nicht. Muss ich was sagen? Nee, ne? Nö, jetzt okay. Hättest du hier schon. Oder? Nee. Dann sind wir durch. Genau, jetzt müssen wir das... Ach so, dann. Aber das schreibt doch jetzt irgendeiner noch. Nö. Hier? Naja, wir müssen mit ihm schreiben. Ach so, wir müssen jetzt mit ihm schreiben. Okay. Hey Thomas, kurz Zeit. Ich muss dir was sagen. Kurz Zeit, weil das fragt uns auch immer. Thomas, die Lokomotive. Klar. Tut, tut. Was ist denn? Steig auch auf dem Thomas-Zug. Es wurde eine Leiche gefunden. Ja, fallen wir mit der Tür ins Haus. Ach, eigentlich ist so wichtig, machen wir das Zweite. Okay. Jetzt müsst ihr gleich wieder abhauen. Ich habe mich halt nicht getraut. Sicher? Es wurde eine Leiche gefunden. Ja, wir fallen wieder mit der Tür ins Haus. Ja, sicher. Verneine mal. Verneine mal immer wieder, mach mal ja sicher. Ich möchte einfach wissen, ob was zum Schluss trotzdem raushaut. Na gut. Du bist Richie. Und? Thomas war gerade online, hast du es ihm gesagt? Ich konnte es nicht. Einer von euch muss das machen. Genau, mach das zwei. Aber du hattest dich doch dafür angeboten. Schon klar, schon klar. Hier will sich mal wieder keiner das schöne Kleidchen ruinieren. Dann ist euer Mann. Ich finde, das ist gar keine gute Idee. Dann, du bist da echt der ganz Falsche dafür. Nö, ich find's geil. Gut, dann! Nichts sagen. Lass das mal besser bleiben. Oh nee, lass das mal machen. Getan. War so rotzfrech so. Toll. So bestimmt so Leiche gefunden. Hannah ist tot. Irgendwas in der Richtung. Jo, deine Schnecke ist tot oder so. Und da ist er auch schon on. Oh, oh, oh. Dann, was hast du getan? Tommy Boy hat soeben meine Nachricht gelesen und ist direkt wieder auf. Nichts sagen. Armer Thomas, wir hätten einfach abwarten sollen. Ist das geil? Ich sag nichts. Mach nichts. Sollen die sich untereinander zoffen? Ich will mich da jetzt nicht einmischen. Also, für mich stinkt das schon zum Himmel. Was meinst du? 1A Verdächtigenverhältnis, also das hatte ich dann auch wieder. Weil er oft gegangen ist, ne? Soll das jetzt wieder für ein Unfug sein, dann? Hä? Wollen wir jetzt einfach alle ignorieren? Wollen wir es jetzt alle ignorieren? Der Freund der Vermissten erfährt, dass eine Leiche aufgetaucht ist und geht direkt off. Und keinen interessiert's. Genau, das hat man. Alec. Ich hab nichts getan. Du bist dran. Nein. Sag mir, was du davon hältst. Du warst eben die falsche Person dafür. Die falsche Person, die es ihm gesagt hat. Ich finde das auch verdächtig.
Das ist doch kein verdächtiges Verhalten. Es ist verdächtig. Komm, beiß die Maus keinen Faden ab. Willst du noch Kaffee? Ich hab noch. Okay. Danke. Mal doch wow. Ich dachte, er macht schon wieder Stinkefinger, aber nee. Daumen hoch. Tja, und was machen wir jetzt? Jetzt warten wir ab. Babe! Ich habe Neuigkeiten. Es wurde eine Leiche gefunden. Ich war schneller als du. Das noch eine Leiche? Das habe ich beim ersten Mal genommen. Ja, das wollte ich auch gerade erzählen. Noch eine Leiche? Das weiß ich doch schon nächstes Jahr. Mach noch eine Leiche. Das ist nämlich cool. Wie wir ihn zerstört haben. Es ist aber bestimmt nicht Hannah. Was wolltest du gerade schreiben? Bist du enttäuscht, dass ich es vor dir wusste? Ich würde ja gerne ein bisschen playen, sage ich jetzt mal. Also mit dem enttäuscht sein. Oh, was auch geil ist. Naja gut, wenn wir schreiben, es ist aber bestimmt nicht Hannah, würde er sagen, es ist auf gar keinen Fall Hannah. Ich würde ihn foppen. Also das? Ja, das letzte. Bist du enttäuscht, dass ich es vor dir wusste? Natürlich bin ich nicht enttäuscht. Ich bin beeindruckt. Man tut, was man kann. Du scheinst bereits ein Teil der Gruppe zu sein. Ich bin die Gruppe. Gewissermaßen. Ja, das glaube ich auch. So würde ich das jetzt nicht sagen. Jessie und ich verstehen uns ganz gut. Ich mag Jessie nicht mal. Ja, ich glaube schon, Smiley. Ein Retro-Boy. Ja, der hat dir von der Leiche erzählt. Jessie, sie hat mich extra angerufen. Ich weiß es von Thomas. Cleo hat es erzählt. Das weiß ich nicht mehr. Wir sind ehrlich und sagen Jessie. Und sie hat extra angerufen, das zeigt nochmal, dass ich noch mehr Teil der Gruppe bin. Weil ich's kann. Buja. Okay. Das ist sehr gut. Ja, ich weiß. Geh nicht auf. Heirate mich. Oh. Du solltest in Zukunft an ihr dranbleiben. Verstanden. Was meinst du damit? Ich will weiter mit ihm reden, weil wenn ich verstehe, wenn ich schreibe verstanden, dann geht er vielleicht gleich auf und sagt, ja. Das ist okay. Deswegen, was meinst du damit? Wir stellen uns manchmal ein bisschen blond an. Ja, das habe ich auch immer gemacht, um mit ihm zu schreiben. Wir stellen uns einfach mal blond an. Er ist ja blond. Sie scheint dir bereits zu vertrauen. Wie auch immer du das schnell geschafft hast. Jetzt solltest du die Beziehung weiter ausbauen, um noch mehr Informationen zu erhalten. Du bist echt schräg. In Ordnung. Nein! Nein! Aber was ist, wenn er rot wird? Woher wollen wir das wissen? Sollen wir das machen? Ja. Du musst mich nicht mögen. Von mögen ist gar keine Rede. Wir lieben dich! Dann ist ja gut. Das bedeutet nicht, dass ich dich nicht mag. Nichts sagen, ja. Das bedeutet nicht, dass ich dich nicht mag. Oh, er hat aber gezögert. Oh, gleich wieder. Eine Sache noch. Ja. Gleich vom Thema ablenken. Du bist mir ja ein Schlingel. Das letzte Bild, welches du mir geschickt hattest. Das mit dem Waldstück? Nee, mit der Katze. Mit der Katze, ah ja. Stimmt der Milch zu Kurze? Ja, das... Das hattest du auch aus Hannahs Cloud? Ja. Tut was damit nicht? Wieso fragst du? Ja, natürlich. Wieso fragst du? Immer schön Fragen stellen. Dann muss er mit uns schreiben. Nicht so wichtig. Oh Mann, Babe, geh doch nicht offline! Ein verschlüsselter irgendwas. Ein Dokument oder sowas. Senden wir mal! No. Mann, Babe. Wie schnell er doch wieder online kommt. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ein Rezept? Ich habe gehofft, du könntest es mir sagen. Wir tun blond. Ich habe keine Ahnung. Die Auflösung ist wirklich schlecht. Dafür kann ich ja nichts. Aber ich bekomme das hin. Gib mir ein wenig Zeit. Okay.
Ich muss dir noch was erzählen. Ah ja, liebe Jessie. Fass dich bitte kurz. Bin ganz Ohr. Was denn? Bin ganz Ohr. Wir wollen es ja gut tun mit ihr. Cleo ist gestern auf den Autofriedhof rumgeschlichen. Mhm. Also, eigentlich kann man die Aktion sogar Einbruch nennen. Was? Wirklich? Ach, jetzt lass sie doch. Also dem Schreien. Ja. Und warum hat sie das getan? Also, ich hätte das gekonnt ignoriert. Passiert das bei euch öfter? Warum hat sie es getan? Vielleicht hat sie eine Ver... Also, die sollen sich alle schon mal gegenseitig verdächtigen. Weiß nicht. Ich bin direkt raus und hab sie zur Rede gestellt. Sie hat dann so getan, als wollte sie zu mir. Jonny, ist klar. Hast du es Richie gesagt? So ein Unfug, sie lügt. Vielleicht wollte sie das ja auch. Für Streit ist jetzt wirklich keine Zeit. Ich frage mich jetzt, aus wem wir mehr Infos rauskriegen. Aus Jessie oder aus Cleo? Weil wenn, ich glaube eher Jessie, weil die ist geschwätziger. Cleo kann uns ja eh nicht leiden. Ich würde mich mit Jessie gut stellen. Also würde ich beipflichten, ach komm, die lügt. Ja, auf jeden Fall. Sonst hätte sie mir es ja einfach geschrieben, statt über den Zaun zu kommen. Vielleicht kriegst du sie ja dazu, es Richie zu sagen. Was? Warum ich? Auf gar keinen Fall. Ich kenne sie doch gar nicht. Was? Wieso denn plötzlich ich? Ja. Das Verhältnis von Cleo und mir ist zurzeit etwas angespannt. Ja, frag dann. Der kann das doch so gut. Hab ich gemerkt. Ja, hab ich gemerkt. Oder nichts sagen. Es Richie zu sagen, ist aber irgendwie trotzdem meine Pflicht. Ich habe Lilly erreicht. Ich hole sie jetzt in die Gruppe. Oh, okay. Ich hasse sie. Soll ich Lilly machen? Hey, Lilly. Oder nichts sagen. Hallo, Lilly. Sind wir mal freundlich. Ach, die mit den Blättern. Hallo. Wenn jemand Neuigkeiten hat, schreibt sie hier jemand in die Gruppe. Ja. Hey. Ich wollte mich mit dir unterhalten. Wenn es sein muss, gerne. Dann unterhalte dich mit mir. Ja, das Letzte. Das ist nicht abwertend, aber höflich. Ich habe gehört, dass dir Thomas und Jessie schon viel erzählt haben. Hast du ein Problem damit? Ja, ich glaube, Jessie ist etwas naiv. Das meiste davon war Smalltalk. Thomas hat ja wirklich nicht viel erzählt über die anderen. Also, außer das Nötigste. Jessie ist eine Tratschtante, sind wir mal ehrlich, ne? Und ich will jetzt nicht gleich mit ihr feigen. Ich habe schon überlegt, ob wir sie auch mit einfach ins Boot holen und deswegen ein bisschen jetzt an Jessie rummäkeln. Also ja, ich glaube, Jessie. Ja. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, von dir zu hören. Das denke ich nämlich auch, aber damit stand ich bisher immer allein da. Ich kann Menschen halt gut einschätzen. Ab jetzt nicht mehr. Ja, schön habe ich dich um den Finger gewickelt, liebe Cleo. Also, wenn du willst, könnte ich dir ein bisschen was über Hannah erzählen. Oh, in Ordnung. An was genau denkst du da? Oh, das ist eine gute Idee. Was denn das hier für eine... Was würdest du denn gerne über sie wissen? Hat Hannah Geschwister? Lilly, brauchen wir nicht beantworten. Könnte Hannah einfach abhauen? Hat Hannah sowas wie Feinde? Könnte Hannah einfach abhauen? Das kann ich mir nicht vorstellen, nein. Das passt nicht zu ihr. Ich meine, für sie lief einfach alles gerade so gut. Sie hat eine super Familie, einen tollen Freund. In ihrem Job ist sie glücklich. Vielleicht gibt es Dinge, die du nicht weißt. Bist du eifersüchtig auf Hannah? Dann können wir das wohl ausschließen. Jeder hat Geheimnisse, das ist mir schon klar. Sogar vor der besten Freundin. Wäre es aber etwas so Schlimmes gewesen, dass sie Duxford deshalb ohne jede Spur verlässt? Ja, ich kann's nicht aussprechen. Dann hätte ich das mit Sicherheit gewusst. Also, dass das nicht zu ihr gepasst hätte, ist das eine. Das andere ist die Aussage dieses Hackers. Das andere ist die Aussage dieses Hackers, der sagt, er sei Zeuge der Entführung gewesen.
Ach so, stimmt. Oh, das könnte gelogen sein. Ja, das könnte gelogen sein. Also wir wissen es besser. Das könnte es. Aber warum sollte er das behaupten? Weil er von sich ablenken will? Das weiß ich nicht. Wir werden es schon noch erfahren. Stimmt. Das macht wenig Sinn. Ich will den Hacker nicht gleich ins Boxhorn jagen. Andersrum. Also wir könnten jetzt sagen, weil er von sich ablenken will. Damit würden wir Cleo in die Arme spielen. Und ich meine, der Hacker kann ja unseren Chat wahrscheinlich mitlesen. Ich weiß nicht, ob er dann entweder kommt, das war ein kluger Schachzug von dir. Du bist ein kluges Girl, gell? A Boy, oder was schon, ne? Oben Girl, unten Boy sind wir. Oder er sagt, das war scheiße von dir. Aber ich würde gern auch Cleo ein bisschen... Also entweder würde ich das erste oder das letzte nehmen. Also, weil er von sich ablenken will, ne? Oder halt, stimmt, das macht wenig Sinn. Weil ich glaube, wenn ich mit ihr mitrede, weil er von sich ablenken will, dass sie sich schneller für mich gewinnen kann. Also machen wir mal das Erste. Weil ihm können wir immer noch erklären, dass wir das gesagt haben, um schneller an sie ranzukommen. Hm. Ja. Denkst du, er ist einer aus unserer Gruppe? Themawechsel. Also ich habe erst einmal mit ihm gesprochen. Es fällt mir also schwer, das einzuschätzen. Aber nein, ich glaube, er ist keiner von uns. Hat er da Geschwister? Wenn wir ihr alles abfragen dürfen. Lilly ist ihre kleine Schwester. Hast du das bisher echt nicht mitgekriegt? Bitch! Oh, das hat mir keiner gesagt. Na, ich meinte natürlich außer Lilly. Muss wohl an mir vorbeigegangen sein, das Zweite. Was du kommst, kann ich schon rumbitschen. Ach so, nee, nur Lilly. Darum war es mir so wichtig, dass sie nicht von Fremden von dieser Leiche erfährt. Ja, ist ja richtig. Hauptsache, dann erzählt es nicht. Ja, bitte! Ist verständlich. Dieser Holzkopf. Hey, hat Hannah sowas wie Feinde? Nein, das kann ich sogar mit Sicherheit sagen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und backe ihr einen Kuchen. Ich kenne niemanden, der Hannah nicht mochte. Sie war einfach wunderbar. Vielleicht hat sie auch einfach ihre Entführung vorgetäuscht, weil ihr perfekter Leben ihr auf den Sack ging. Einfach nur, um etwas Pep reinzubringen. Sie war? Nächstes Thema. War? Gehst du davon aus, dass sie tot ist, Cleo? Hast du sie um die Ecke gebracht? Hast du es mit ihr gemeinsam geplant? War die Entführung vielleicht ein Vorwand, weil wegen Hochzeit? Sie wollten bestimmt beide durchbrennen. So wollte ich das nicht sagen. Dann sag's anders. Glaubst du, die Leiche ist Hannah? Oh, ich verstehe schon. Das Erste. Nein! No. Was willst du denn sonst noch wissen? Möchtest du mir etwas von deinem Einbruch erzählen? Erstmal nichts mehr. Wenn wir jetzt erstmal nichts mehr machen, geht's ja nicht auf dem... Die beiden werden sie wieder zoffen, wenn wir sie jetzt auf den Einbruch drauf ansprechen, ne? Gehe ich mal von aus. Genau, weil es ist jetzt die Frage, stellen wir uns mit Cleo und Dings gut oder nicht? Oder können wir es nur mit einem von beiden gut klären? Gut stellen, weil wenn wir jetzt sagen, dass mit dem Einbruch, dann haben wir ja Jesse geholfen und dann sind wir wieder etwas enger mit Jesse. Und der Hacker möchte ja auch, dass wir uns an Jesse ranklammern. So, weil wenn wir jetzt nichts mehr sagen, dann ist Jesse nachher sackig, weil wir nicht mit ihr über den Einbruch geredet haben. Okay, also das Erste. Möchtest du mir von dem Einbruch erzählen? Sie hat es dir also erzählt? Ich war gestern Abend joggen. Was? Und beim Joggen kriegt man über den Zaun, ja, oder deswegen. Was? Ich bin meine ganz normale Route gelaufen. Von mir zu Hause bis zur Pinienstraße. Vor Richies Autofriedhof drehe ich dann normal immer um. Und dafür bist du wieder in den Zaun gesprungen. Nichts sagen. Hast du das... Hat das einen bestimmten Grund? Ja, frag mal. Ja, also, der liegt direkt am Waldrand. Und ich bin kein großer Fan des Waldes. Warum denn? Ah, du hast Angst. Geht mir auch so. Wir könnten jetzt die Schamesröte ins Gesicht treiben, indem wir sagen, oh, du hast Angst. Oder aber wir tun so blond und, oh, warum denn? Das? Ich würde sie ansticheln. Und dann stichle. Hast du Angst? Nee, nicht direkt Angst. Es ist eine Art Unwohlsein. Zumindest, wenn ich alleine bin.
das nennt man Angst im Allgemeinen. Und trotz dieses Unwohlseins bin ich gestern einfach weitergelaufen. Hey, ich denke, du bist über den Zaun gehüpft. Was hat denn hier Jessie? Ja, bestimmt, weil sie Angst hatte, ist sie über den Zaun gehupst. Direkt auf den Wald zu. Und statt umzudrehen, bin ich sogar noch schneller gelaufen. Die redet sich doch jetzt um den heißen Brei, ey. Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass ich schon am Zaun von Richies Autofriedhof war. Du hast nicht mal gemerkt, dass du über den Zaun gehüpft bist. Und dann hörte ich plötzlich laute Stimmen. Es waren zwei Männerstimmen, die sich stritten. Oh, und deshalb brichst du da ein? Na, und ich wäre dem auch nachgegangen. Ja, das Letzte, ich wäre dem auch nachgegangen. Ich normalerweise nicht. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Ein leichter Anflug von Wahnsinn. Das sind wohl deine Nerven. Oh, wir machen alle mal merkwürdige Dinge. Ja, mach das Letzte. Wir am sympathischsten. Das stimmt wohl. Und wir haben die Situation gerettet. Ja. Tja, und dann stand Jessie vor mir. Ihr Zorn hat mich dann auch wieder in die Wirklichkeit geholt. Die hat aber auch eine Bilderbuchsprache, oder? Ich bin überrascht, dass sie es dir gesagt hat, anstatt Richie. Zumindest hat er mir wegen der Sache noch nicht geschrieben. Das wird sie sicherlich noch tun. Stimmt, das wundert mich auch. Mhm. Du solltest es Richie selbst sagen. Oder nicht sagen. Ach so. Nee, selbst sagen. Ist schon richtig. Du bringst Jessie sonst in eine blöde Situation. Immerhin bist du auch eingebrochen. Meinst du nicht auch? Du solltest es Jessie selbst sagen. Meinst du nicht auch? Richie. Meine ich ja. Jessie, Richie, James, Miauz. Oing, genau. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ich hab sie voll auf den Fass. Das passt normal gar nicht zu mir. Ich werde es Richie erklären und mich bei Jessie entschuldigen. Oh, was haben wir denn da getriggert, liebe Cleo? Mensch. Es hat auf jeden Fall gut getan, mit dir darüber zu reden. Warum ist nicht so scheiße freundlich zu uns? Oh, ich bin ein guter Zuhörer. Ja, das hast du ja, wenn du dann halt die Männer... Kein Ding. Du bist mir was schuldig. Ich bin so geneigt dazu, das Letzte zu machen. Ja, machen wir es. In Ordnung. Und jetzt werde ich etwas unternehmen. Hau raus, Clio. Ich kann nicht einfach nur hier rumsitzen und abwarten. Genau, wir haben dich zu einer besseren Person gemacht. Willst du jetzt etwa zur Polizei? Oh, und wie lautet der Plan? Du suchst Thomas? Fragen wir erstmal, wie der Plan ist. Ich will mich in der Stadt umhören. Oh, das klingt spannend. Was meinst du damit? Ja, wir stellen Fragen, weil wir sollen ja eh was Sachen herausfinden. Vielleicht hat jemand Henna gesehen, bevor sie verschwand. Ich dachte jetzt wirklich, dass sie vielleicht den Thomas suchen geht. Der ist ja auch immer noch lost, ne? Es muss einfach jemanden geben, der etwas weiß. Und mir fallen auch auf Anhieb 3 Auflauf... Auflaufstellen? Will sie was kochen? Und mir fallen auch auf Anhieb 3 Anlaufstellen für Gerüchte ein. Miss Walter, die Besitzerin des Motels, Tratschtante Mrs. Sally und Phil Hawkins, Besitzer der Bar Aurora. Aber der hat noch nicht geöffnet, sehe ich gerade. Die Motelbesitzerin klingt vielversprechend. Ich setze stets auf Tratschtanten. Musst du wissen. Tratschtanten sind die besten. Gute Wahl. Bis später. Ciao, ciao. Tschüss. Halt mich auf dem Laufenden. Sei vorsichtig. Ich würde jetzt mal wieder auf Mitleid suggerieren, also sei vorsichtig, weil dann denkt sie, wir machen uns Sorgen, weil wenn wir nur sagen, halt mich auf dem Laufenden, klingt das so, als würden wir sie aushorchen. Also das Letzte. Oh, wir denken schon wie so ein Hacker. Hab dich lieb, Baby. Klar. Bitte. Geh auf.